Socke! Total und recht herzlich willkommen zum Monster Internet. Heute ist der 21.03.2019 und das World Wide Web ist schwarz. Als Demonstration machen einige YouTuber, also die, die richtig Geld mit YouTube verdienen, meiner einer tut es ja nicht, das wisst ihr ja. Ich habe ja da meine Superhelden, die immer drunter schreiben, wie ich mich doch peinlich benehme. Ich bin ein peinlicher Mensch und bin stolz drauf, so peinlich zu sein, dass ihr es unten drunter schreibt. Ja, den Schmatzukowski, Karlil Natski, Luichi und Dirty Harry und wie ihr euch alle so nennt. Ich finde das super, denn ihr gehört ja alle zu Star Wars, vor allen Dingen zu solchen Sith Lords. Die Sith Lords sind ja die Typen, die halt den Hass verbreiten, auch im World Wide Web und natürlich auch bei Star Wars. So, Star Wars, Krieg der Sterne, sagt das Wort schon, Krieg. Krieg ist halt Konfrontation, man bekämpft sich, man liebt sich nicht. So, noch einmal, es gibt auf der einen Seite die Hasser, es gibt auf der anderen Seite die Liebenden. Das hört sich so bescheuert an, ist aber so. Love and Peace und Hater ohne Ende. So, wir haben heute diesen sogenannten schwarzen Wikipedia-Tag. 24 Stunden ist Wikipedia schwarz. Und wir sagen auch heute mal als Erwachsene, Artikel 13 ist ein Schwachfug, leider. So, 1960, auch wir haben eine Kampagne. Wir wollen ja darauf hinweisen, was das World Wide Web wirklich ist. Jetzt im Moment ein Internetmonster, das Sir Berners-Lee nicht so haben wollte. Und da hat er recht. So, da die Nicht-Intelligenz, was ist überhaupt Intelligenz? Die KI, die künstliche Intelligenz, alles jetzt hier filtern soll. Das Schlagwort Upload ist klar. Es soll ja was hochgefahren wird, kontrollieren. Deswegen heißt es ja auch Upload. Ne? Download heißt, an sich müsste das Download ja auch geschützt werden, ob da nicht was drin ist. Okay, dafür haben wir ja die Viren. Ich finde das alles so super. Also, es wurde etwas erfunden, so in den 60er Jahren, der sogenannte Computer. Sonst hätte man ja nicht die eingebaut in den Apollo-Einheiten, um zum Mond zu fliegen. So, ob geflogen oder nicht, soll mir vollkommen egal sein. Ihr Mann, Mann, Mann. Das Monster-Internet, wissen wir, das Monster-Internet muss ich jetzt nicht erklären. Das Monster-Internet ist gegen jeden und jeder ist gegen jeden. Komischerweise habe ich Gott sei Dank total vernünftige Kunden. Ich habe heute Morgen auch schon mit total vernünftigen Kunden darüber gesprochen, was für ein Schwachfug Internet ist. Ja, meiner einer arbeitet damit. Meiner einer macht das extra, um festzustellen, wie schlimm das Monster Internet ist. Das Monster Internet ist natürlich so schlimm für diejenigen, welchen die keinen Plan vom Internet haben, vom World Wide Web. Wer sich wirklich daran erinnert, wie alles angefangen hat, ab den 60er Jahren, die Technik, nachher, so in den 70ern, wie die ganzen Spieleinheiten kamen von Bit-and-Byte-Vätern aus London und danach der Versuch der sogenannten weltlichen Vernetzung mit BTX, das war wohl nix, kam halt die Erfindung von Sir Tim Berners-Lee, der da sich das halt nicht patentieren hat lassen, sondern er hat es der Welt geschenkt. Das muss wohl eine Wahnsinnseuphorie gewesen sein. So, diese Wahnsinnseuphorie hat heute dieses Monster Internet erschaffen und er hat sich am 12.03.2019 nochmal dagegen ausgesprochen, denn im November 2018 hat er sein Manifest versprochen, im Mai 2019 vorzustellen. Solid, das neue Netz, das neue World Wide Web. So, und dieses World Wide Web soll uns alle verbinden, sozial. Jeder soll seine urheberrechtlichen, persönlichen Daten behalten und keinem geben. So, machen wir jetzt mal einen Strich drunter, denn heute haben wir den 21.03.2019 und am 23.03.2019 wollen die YouTuber, also die, die mit YouTube Geld verdienen, auf die Straße gehen. So, sie wollen auf die Straße gehen, wollen Artikel 13 noch einmal
demonstrativ sagen, nein, mit mir nicht. Heute haben ja schon viele, sehr viele dieses Black gemacht. Auch die Kanzlei WBS hat dieses Black gemacht. Man hört nichts, man sieht nichts, nur schwarz. Es ist eine Demonstration gegen das Monster-Internet. Nein, es ist eine Demonstration gegen die CDU, gegen Europa bzw. dem Parlament. Europa ist nicht die EU, aber auch egal. Wir haben eine wirtschaftliche Norm. In dieser wirtschaftlichen Norm muss man halt funktionieren. Wenn man dort nicht funktioniert, passiert genau das, was da unten drunter steht. So, das Problem an Star Wars zum Beispiel ist, dass es 42 Jahre schon uns begeistert. Das Problem der Begeisterung ist halt, dass viele nicht verstanden haben, worum es an sich geht. Es geht natürlich um die Erfindung, wie mache ich Geld. Und diese Erfindung, wie mache ich Geld, auf 14 Seiten niedergeschrieben und dann überall hingegangen und nein, 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 bis einer sagt, ja, okay, ich mache. Und dann ist es halt geworden, was daraus geworden ist, ein Hype. Richtig, da geht richtig die Post ab. So, die Post ist so dermaßen abgegangen, dass einige nur noch in diesem Wahn leben. Ja, die machen nichts anderes mehr. Die sind schon über die Ziellinie hinaus. Und wenn man dann zufälligerweise an diese Ziellinie kommt, dann passiert sowas, wie da unten ständig drunter steht. So, dass ich das alles so will, ich denke mir ja schon was dabei, um demonstrativ zu zeigen, schaut euch an, was da passiert. Und dann geht die Post. Dann muss ich mal sagen, beruhigt euch, das ist so. Ich will es ja euch nur zeigen, dass das so ist. Ich kann natürlich darüber berichten, ich kann suchen, machen und tun. Nein, es ist so. Sobald jemand auf einer Plattform sich zeigt, geht es los. Das ist heute so. Unter uns. Der Planet, den wir Erde nennen, ist uns geschenkt worden. Wie gehen wir damit um? Da brauchen wir doch nichts sagen. Da brauche ich keine Greta mit Löckchen da, die mir da eine erzählt mit 16. Ich brauche niemanden, auch keinen Politiker, der das erkennt, was jetzt das Monster-Internet ist. Es war so nicht geplant. Es war absolut nicht so geplant. Wir hatten doch Spaß. An alle, die jetzt mein Alter haben und oder auch jünger, ein bisschen jünger, aber mein Alter haben, die halt mit 20 vor den elektronischen Geräten gesessen und da experimentiert haben oder halt dasselbe gemacht haben, wie ich jetzt eine Firma gegründet im elektronischen Bereich und wissen jetzt, stopp mal, damit können wir arbeiten, stopp mal, damit können wir nicht arbeiten, stopp mal, das ist gefährlich. So, die Manipulation Internet, die ist so stark angewachsen, dass wir wirklich vorsichtig damit umgehen sollten. Es ist wirklich ein Monster-Internet, denn da stimmt so gut wie gar nichts. Gut, wir hätten 1990 angefangen, 1995 Cebit, hatten wir den Auftrag, es nach vorne zu bringen. Hat ja auch geklappt, seht ihr ja. AOL war dabei, Mediengesellschaften waren dabei. Es waren viele junge Leute dabei, die das versucht haben. Jetzt machen wir Geld. Damit machen wir Geld. Hat aber nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Jetzt könnte es klappen, ist richtig. Jetzt müsste dieses Internet abgeschaltet werden. Dieses Monster müsste entkernt werden, kernsaniert werden. Und wir bräuchten ein neues World Wide Web. So genau habe ich ihn noch nicht verstanden, den Team, was er da vorhat. Er möchte einen Webvertrag. Diesen Webvertrag hat Frau Merkel auch unterschrieben. Nicht nur sie, auch der Franzose. Also alle Wichtigen haben dort unterschrieben für den neuen Webvertrag. Mit der Leistung oder mit der Garantie, dass die gesamte Welt, die gesamte Bevölkerung in das Netz rein darf, aber so rein darf, dass jeder sein Urheberrecht persönlich und seine Persönlichkeit, sein persönliches Recht behält und nur das freigibt, was er der Masse freigeben möchte. Dieser Kerngedanke ist ja super. Ich wiederhole mich jetzt nicht. Ja? Ich versuche es nochmal. Also ich gebe dieses gute Stück frei und hoffe, dass irgendjemand damit was anfangen kann. So. Aber nein, heute geht das ja so. Ich gebe das frei und warte so lange, bis sich den einer schnappt, damit etwas macht und schon hat man richtig Ärger. Nein, man hat richtig Ärger dann. Und darum geht's ja. Also, wie wir angefangen haben, mit solchen Maschinen damals zu arbeiten, das ist lange her, und wir nur solche Maschinen hatten, mit denen wir gearbeitet haben, Fernsehgeräte und das Ganze.
Und wie wir natürlich gelernt haben, durch Bücher und mit Kameras, die richtig Geld gekostet haben. Um sowas zu machen, was ich jetzt gerade mache, musste man früher sehr viel investieren, um es machen zu können. Ob man nun mit hochrangigen VHS oder anderen Geräten dort gearbeitet hat und das dann aufgebaut und daraus Firmen gegründet, so saßen wir alle vor irgendetwas und haben es versucht. Denn das, was wir heute haben, ist an sich nur ein einziges Gerät und das ist unser Smartphone. Und wenn ein Hersteller ein Smartphone entwickelt, womit man dann alles steuern kann, dann ist somit alles hinfällig. Absolut alles hinfällig, weil wir brauchen nur noch dieses eine Gerät. Mit diesem einen Gerät, mit unserem allermodernsten Smartphone, regieren wir dann diesen Planeten. Tja, wir rufen uns an, egal, ich brauche jetzt nicht wiederholen, was man alles mit einem Smartphone machen kann. Im Moment, 50% der Weltbevölkerung haben das nicht. 50% der Weltbevölkerung wissen ja noch nicht einmal, was Urheberrecht oder was Technik bedeutet. Die 50%, die halt diese Technik benutzen, wie viel Prozent diese Technik überhaupt verstehen, wissen wir ja noch gar nicht. Es kann ja nicht sein, dass eine 16-Jährige da die Umwelt und was weiß ich nicht alles, mit 16, alles klar. Mit 15, alles klar. Mit 10, alles klar. Also mit 10 wird dir die Welt erklärt. Mit 10 wird dir erklärt, dass Herr Trump, was weiß ich, was Herr Trump angeblich sei und so weiter und so fort. Also zwischen 15 und 35 will man uns den Planeten Erde erklären. Wunderbar, ich finde das einfach nur klasse. Das bedeutet also, das, was alles jemals gewesen ist, ist hinfällig. Weil das ja analog war. Analog bedeutet, wir sitzen an einem Tisch und unterhalten uns in einem sogenannten Vier-Augen-Gespräch. Wir lernen uns kennen, wir trinken, wir essen zusammen, wir werden Freunde oder werden keine. Also die Analogie von damals ist ja in euren Augen ja heute digital, denn heute muss man ja digital sein. Und heute erzählt man digital und wenn man es dann geschafft hat, durch Klicks und durch Zuschauer, die einen verfolgen und nach dem Mund reden, klappt das ja. Dass ich das große Glück nicht habe, bin ich auf eine Art sehr, sehr froh, weil ich ja, wie gesagt, auf der Seite von Sir Berners-Lee bin und er hat es halt auch nicht so leicht als Professor beim MIT, aber er hat wenigstens hochrangige Menschen um sich herum, die halt einer gewissen Intelligenz entsprechen. Man hat mich sehr oft gefragt, mach doch bitte auch mal so ein Video und sage doch, warum auch du for the web bist. So, ich bin for the web, ist klar, weil ich dieses Internetmonster auch nicht so entgegengehe, wie ich an sich im Netz unterwegs sein würde wollen. Ich will nicht so, ich mache alles extra, um festzustellen, wo könnte man den ansetzen. Wo könnte man ansetzen, um ein tolles World Wide Web auf den Weg zu bringen, wo wir uns wirklich auf irgendeine Art gut verstehen. Im Moment ist das Internet ein Monster und dann werden so schöne Sachen darunter geschrieben, die darunter stehen, auch in den Namen Schmatzikowski, Klatikowski, Lucci, Lurch und was weiß ich nicht alles, Dirty Hobby und so weiter. So. Auch das hat zum Beispiel der Bayerische Rundfunk in der Sendung Quer aufgenommen, wie viel Pornografie stört eigentlich das Netz. Ja? Also meine Güte, macht doch da, was ihr wollt. Das ist doch an sich der Kern der Sache. Macht doch dort, was ihr wollt, aber so, dass das jeder irgendwie nutzen kann. Die, die das Dirty Hobby brauchen, sollen das Dirty Hobby doch auch nehmen. Dass wir davon überschwemmt werden, ist doch klar. Ich meine, solange diese Damen und Herren so klasse ausschauen, wie sie ausschauen, ist das auch in Ordnung. Ja? Die sind ästhetisch, ne? Sie sehen nach, ob nur rothaarig, vollbusig, schwarzhaarig, vollbusig, voll tätowiert, nicht tätowiert. Ist doch okay. Macht doch damit, was ihr wollt. Ist doch in Ordnung. So, dass natürlich das Monster Internet leider erkrankt immer mehr an diesem sogenannten Hass, der an sich gar kein Hass ist,
So, machen wir mal wieder einen Schnitt und sagen heute Artikel 13, der schwarze Tag, wo an sich, das wäre es ja gewesen, wenn das komplette Netz heute den gesamten Tag 24 Stunden schwarz gewesen wäre. Also wenn wirklich das World Wide Web heute komplett schwarz gewesen wäre. Das bedeutet, nicht zu telefonieren über Internet, nicht, überhaupt nicht zu kommunizieren über Internet, weil wir sind ja seit 2017 nur noch digital. So, das bedeutet, wir hätten heute 24 Stunden kein Fernsehen, keine Möglichkeit, irgendjemanden anzurufen. Denkt mal drüber nach. 24 Stunden Black, nichts geht mehr. Um demonstrativ zu zeigen, nie wieder CDU, nie wieder GroKo, nie wieder die Grünen und nie wieder die SPD. Frage, wen soll man denn dann wählen? Die Piraten oder was? Die da Leichen durch, mit Schubkarren durch Berlin fahren oder was? Oder andere komischer, also ein Grund wird ja auch Frau Wagenknecht haben, die Linken zu verlassen. Also ich stelle fest, dass an sich alles ein Produkt geworden ist. Jeder Bürger ist ein Produkt, mal mehr, mal weniger. Alles, was wir sehen und hören, ist ein Produkt. Ja? Willst du den Pullover kaufen? Hier, den Pullover, ne? So ungefähr bei eBay. Ja, komm, hier nebenan kannst du ganz viele Pullover kaufen für 1 Euro. Zum Beispiel. Also alles ist Ware geworden. Wirklich, alles ist Ware geworden. Man kann sich selbst verkaufen, man kann gekauft werden. Alles soll weg, alles soll weg, alles soll digital, digital, digital. Du sollst streamen, du sollst aufnehmen, aber nicht behalten. Alles, was wirklich gut funktioniert hat, ist dir weggenommen worden. Ja, du konntest also Videokassetten aufzeichnen, Audiokassetten aufzeichnen. Du brauchst ja nur noch ein Gerät, du brauchst ja nicht mehr aufzeichnen. An sich ist alles totaler Quatsch. Ja, du brauchst ein gutes Smartphone, mit dem du auch gut umgehen kannst. Und somit hast du alles. Ja, du hast alles. Morgen, Grüße! So, noch können wir nicht vor einem Computer sitzen und sagen, Computer, mach dies, mach jenes, mach das. Das, was Enterprise, Star Trek, das, was bei Star Wars an Technologien funktioniert, überhaupt nicht. Wir haben natürlich sowas Ähnliches, aber ein Beamer, wo man sich irgendwo hinbeamen kann, auf keinen Fall. Wir haben ja noch nicht einmal einen original gut funktionierenden Translator. Wartet mal, warum ich das alles so mache. Um demonstrativ, ihr gebt es ja obendrein zu. Ihr gebt es ja obendrein zu, dass das nicht richtig ist, angeblich. Ja, so. Kann ja auch nicht, weil Google übersetzt, wie Google übersetzt. Punkt. Das soll eine künstliche Intelligenz sein. Das ganze Internet soll also eine künstliche Intelligenz sein, die uns allen was beibringt. Und dann stellen wir fest, durch solche Sachen, die ihr da drunter schreibt, dass das nicht so ist. So sieht's aus. Ach, herrlich. Also, wir hatten das große Vergnügen, ein ordentliches Fernsehen gehabt zu haben. Wir hatten das absolute große Vergnügen, Unterhaltung gehabt zu haben. Ja, große Größen, die in Wirklichkeit keine großen Größen waren, aber sie haben uns aber unterhalten. So, jetzt hat Herr Gottschalk sich nach 40 Jahren getrennt. Es ist unheimlich wichtig. Dann wurde die Wahrheit über Herrn Kugel, ne, Kuhlkampf hieß der, oder? Ne? Jedenfalls über Herrn Kuhlenkampf. Ja genau, Kuhlenkampf hieß der, genau. So, dann hatte ich noch einige Gespräche über Hans-Joachim Felmi, der den Tatort damals hier in der Stadt Essen, da haben einige gesagt, oh, heute, wenn ich das heute sehe, nee. Also das Verhältnis von damals zu heute hat sich ja verändert. Alles hat sich verändert durch das Monster-Internet. Wir rennen halt, wie gesagt, hinter der Greta her, mit den Zöpfen, die halt eine Schulabbrecherin ist und für die Umwelt. Dann plötzlich sagt sie, Atomstrom, Atomstrom ist besser wie Kohle. Dann fangen alle an zu irritieren. Was ist denn jetzt los? Atom ist jetzt besser wie Kohle? Ey, ich lasse es. Also, ihr frönt den Falschen. Das ist so. Die Lüge hat das Kleid der Wahrheit an. Die Lüge hat das Kleid der Wahrheit an. Die Wahrheit, die splitterfasernackt, die seht ihr nicht an. Die ist sehr unattraktiv. Wenn das natürlich ein süßes Mäuschen wäre, würdet ihr natürlich nur die Augen auf der Wahrheit haben. Aber das ist leider nicht so. Ist ein motthässliches, potthässliches, weil endet bei sehr gut. Die Wahrheit ist gut und sie endet bei sehr gut.
Die Lüge fängt bei der Befriedigung an und hört in der Unendlichkeit auf. Ist also wohl besser. Also ihr mögt ja ihn hier. Ihr mögt ihn hier, Darth Maul. Ihr mögt Darth Vader. Ihr mögt die Sith wie die Jedis. Ja, ist ja. Sonst hättet ihr ja geschrien. Wie kann es sein, dass die ganzen Jedis durch Anakin Skywalker vernichtet wurden? Und da setze ich halt auch nochmal an, Darth Vader braucht unbedingt einen Film. Zwischen 3 und 4 angesiedelt, wo er erwacht, wo er schreit, Amidala, und dann legt er los. Als Hörspiel ist es ja gelaufen, als Spiel in der Welt der Games ist es auch gelaufen. Jetzt höre ich, jetzt lese ich, Old Republic soll kommen als Serie bei Disney Plus. Ist doch klar. Wenn Disney Plus kommt und er möchte halt Marvel und hat auch 20th Century Fox gekauft, dann ist ja wohl klar oder wünschenswert, dass jetzt bei jedem Disney-Film bzw. bei jedem Star Wars-Film wieder 20th Century Fox dieses knallharte Bam Bam Bam. Denn im Moment die Stille, es war einmal vor sehr langer Zeit in einer fernen Galaxie. Naja, ich weiß nicht, ist euer Bier. So, das ist heute wieder mein Videoclip hier während der Arbeit, meine Workshops. Wenn Kunden reinkommen, ich zumache. Ich habe sehr viel Spaß mit meinen Kunden. Die sind 100% auf meiner Seite. Und das Experiment Internet geht weiter. Das Monster muss erledigt werden. Und Artikel 13, das gibt es, also wie gesagt, was es nicht gibt, wie kann ich denn da eine Verordnung drauf machen? Ja? Ist genauso, wenn ich eine Verordnung mache, dass der Planet nicht rotiert. Der Planet darf nicht rotieren. So, das ist eine Verordnung. Klatsch für die Haut. Wisst ihr, was der Planet mit euch macht? Ja? Wenn du sagst als Mensch, ich bin Mensch, ich verbiete diesen Planeten zu rotieren. Artikel 13, klatsch. Erde, du darfst nicht rotieren. Stillstand, Stillstand, Stillstand. Der Planet, weißt du, was er mit dir macht? Er zeigt dir, wo die Natur den Ausgang hat. So, und hier beim Artikel 13, Punkt um Menschen, Menschen, die sich gegenseitig da irgendwie Diktate auferlegen, einige, die mit dem Duden groß geworden und mit dem Duden nur im Gehirn durch die Gegend laufen, auch unter einem sogenannten Diktat, politisches Diktat, schriftliches Diktat, mündliches Diktat, elektronisches Diktat. So wollt ihr leben? In einer elektronischen Monster-Internet-Diktatur. Sobald ihr euren Rechner anmacht, sobald ihr euer Smartphone anmacht, kommt das Diktat. Und wir wissen doch alle, dass das gar nicht so ist. Egal was ihr schreibt, es ist meistens nicht richtig, weil das Smartphone Merkwürdiges daraus macht. Das Smartphone gibt euch Sätze vor, ob nur im Englischen oder halt im Deutschen oder im Europäischen, also in eurer Landessprache, und was kommt dabei raus? Ist egal. Also das soll künstliche Intelligenz sein, ich weiß nicht. Google ist einer der mächtigsten. Und kommt da was? Ist da was? Haben wir wirklich 100%ige Translators? Ja? Haben wir ein Gerät, das wir hier nehmen können, der hört mich, setzt es um und jeder kann mich verstehen? Ja? Haben wir wirklich Enterprise? Haben wir wirklich Krieg der Sterne? Haben wir das überhaupt? Haben wir diese Technik überhaupt? Und weil wir diese Technik überhaupt nicht haben, hat kein Mensch auf diesem Planeten das Recht, einem anderen Menschen irgendwelche Diktate zu eröffnen. Ob er richtig spricht, nicht richtig spricht, ob er sich richtig begibt, egal wohin. Keine Diktatur, kein Diktat. Das muss aufhören. Es muss aufhören, dass irgendjemand sich diktiert, jemand anderen auf. Das muss aufhören. Absolut. Dagegen muss gekämpft werden. For the Web ist wichtig. World Wide Web New ist wichtig. Der Webvertrag ist auch wichtig. Hört bitte hin, was Sir Berners-Lee sagt. Es war ein Professor MIT. Aber hört bitte mal hin, was der Professor sagt. Und sein Manifest, gesprochen November 2018, soll vollzogen werden im Mai 2019. Ich lasse mich überraschen, aber er hat recht. Keine elektronische Diktatur. Jeder soll so sein, wie er ist, ob er nun behindert ist, nicht behindert ist, ob er geistig potenziell
sehr weit oben oder geistig potenziell sehr weit unten. Alle sind gleich. Alle sind gleich und jeder soll miteinander schöpfen. Soll miteinander was kreieren. Miteinander etwas formieren. Einfach was machen, was positiv irgendwie sein könnte. Aus dem gesamten Negativen das Positive holen. Ohne Negativ geht es ja gar nicht. So, wenn ich ja dieses Negative, beziehungsweise wenn ich diese negativen Sachen nicht gemacht hätte, hätte ich doch gar nichts Positives erfahren können. Für mich ist es hochgradig positiv gewesen, was ich erfahren habe, weil ich dann genau weiß, es ist richtig, dass es mal gemacht wurde, sich mal gegen dieses dort zu stellen und sich gegen solche Menschen, die darunter schreiben, dummes Zeug, sich mal zu wenden und zu zeigen, wie sie doch wirklich sind, den Spiegel hochzuhalten. Hier, schau mal, so bist du. Nicht der, der da gesprochen hat, aber das kriegt ihr nicht hin. Das kriegt ihr nicht. So okay. No! No! Artikel 13. No! Artikel 13. No go! Artikel 13. No! Artikel 13. Wisst ihr, ich muss doch mal was von mir geben, und zwar das, was meine Kunden mir tagtäglich sagen, dass sie YouTube scheiße finden, dass sie Facebook scheiße finden. Meine Kunden sagen das täglich. Ich nehme das hier mal aus den Dingen raus, das geht euch auch gar nichts an. Also wie gesagt, YouTube ist scheiße, Facebook ist scheiße, ich bin für euch scheiße. Das zeigt doch, dass wir das an sich gar nicht brauchen, oder? Können wir doch abstellen, oder? Wir können doch YouTube und Facebook und wie alles heißt abstellen. Wir können das Internetmonster abstellen, weil das Internetmonster doch gar nicht benötigt wird. Das World Wide Web, was an sich erfunden wurde, das habe ich schon mal erklärt, hat einen anderen Sinn, komplett anderen Sinn, alle Menschen miteinander zu verbinden und nicht irgendwie in ein Diktat, in ein elektronisches Diktat zu überführen, sondern in einen sogenannten Datenfluss, wo alle sich verbinden, miteinander etwas zu bewegen. Und das klappt ja irgendwie nicht. Noch einmal, YouTube ist scheiße, Facebook ist scheiße, das Netz World Wide Web ist gut, wenn es richtig benutzt würde. Wird es aber nicht. Das sagen die Kunden, nicht ich. Ich gehöre genau zu dieser Scheiße. Ich bin scheiße, ich bin scheiße. Vielleicht mache ich da sogar ein Lied draus oder ich schreibe demnächst ein Buch, warum ich scheiße bin. Ja, ich bin scheiße, weil ich YouTuber bin. Ich bin scheiße, weil ich Facebook gut finde. Ich bin scheiße, weil ich Scheiße von mir gebe. Weil ich scheißen kann. Haha, nur stinken tut's leider nicht. Schade eigentlich. Ja, wie gesagt, meine lieben Freunde des Besserwissens, der Diktatur, des Diktates, des Duden 5008, ihr, die alles besser wissen, ihr, die alles besser können, wozu brauchen wir das Internet? Warum schalten wir es nicht ab? Fragen wir uns das doch mal. Frag dich doch mal selber, wozu brauchst du überhaupt dein Scheiß, ja, hätte ich beinahe gesagt, scheiß Star Wars, aber wieso brauchst du dein Star Wars? Wieso verteidigst du dein Star Wars? Wieso verteidigst du deinen Star Wars Verein? Wieso überhaupt verteidigst du dein Cosplay? Oder dein Püppchen? So ein Püppchen aus Plastik. Wenn ich jetzt sage, kostet 50 Euro, dann zahlst du das auch noch. Nee, tu es natürlich nicht, ist klar. Aber ich meine ja nur, das, keine Ahnung, wie viel Cent? Wie viel Cent hat das wohl gekostet hier? Nicht viel, oder? Als Anhänger 2,75, 1,95 als Anhänger. Als Püppchen hier 50 Cent, 1 Euro? Keine Ahnung. Ihr entscheidet ja immer, was gut oder was schlecht ist. So, euer Scheiß-Typ geht jetzt in das Scheiß-Internet. Der Scheiß-Typ bei YouTube, der nur Scheiße labert, wird jetzt scheißend auf den Aborten gehen, um dort internetmäßig zu scheißen. Boah, Leute, auf eine Art No-Go. Auf eine Art vielleicht doch besser, das Ganze zu verbieten. Ich weiß es nicht. Okay, Leute, ich versuche ja ein bisschen euch zu sensibilisieren. Ich versuche es ja wenigstens auf meine Art. Und wem das nicht passt,
dem passt es nicht. Nicht jeder isst das, was der andere isst. Ist halt so. Man isst, was man isst. Man isst, was man gegessen hat. Was ein anderer nicht essen würde, weil es ihm nicht schmeckt. Aber eins nervt. Du willst, dass die Leute Veganer sind. Du willst, dass die Leute hinter der Greta herrennen. Du willst diesen Black Friday. Du willst. Was willst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls das Monster, dieses Monster-Internet muss geändert werden. Punkt. Hallo, grüß euch. Okay. So, heute ist die schwarze Karte gegen Artikel 13. Alles schön und gut. Was haben wir denn heute am 21.03.2019? Wir haben auch Herrn Trump, den Präsidenten der USA, der sich die Zerschlagung von Amazon ansehen möchte. Die Zerschlagung von Amazon. Punkt. Geht nämlich eine Menge ab in Amerika. So, was haben wir denn da noch? Der Erfinder Sir Tim Berners-Lee macht sich sehr, sehr große Sorgen um das Monster-Internet. So sieht's aus. Mittlerweile heißt es ja auch der Mann und sein Netz. Der alte Mann und sein Netz. Also noch schlimmer kann es ja an sich gar nicht alles werden hier. Aber ist halt so. Das Monster-Internet, das wirklich ein Monster geworden ist, die Verwandlung der Menschen, die Verwandlung der Jugend, wenn eine Mutter oder eine Oma sich freut, wenn ein Neugeborenes schon mit einem Smartphone am Rumdatteln ist, ja, die macht immer so, das ist so schön zu sehen, was die immer so macht. Ja, okay, wenn ein Neugeborenes schon an einem Smartphone so macht, ist unheimlich interessant, ist unheimlich wichtig. Yeah. So, mich mögt er nicht, das ist nicht schlimm. Ich möchte ja auch nicht gemocht werden, sonst würde ich solche Videos ja gar nicht machen. Sonst würde ich Videos machen und würde mich freuen, wenn er mich mögen würde. Tut er aber nicht. Hehe, dumm gelaufen. Aber es ist für euch dumm gelaufen, weil wenn ihr mich kennen würdet und wenn ihr mir helfen würdet, hättet ihr sehr viel Nutzen davon. So, ihr wollt aber lieber nutzlos sein und nicht nützlich sein und somit respektiere ich das. Ich respektiere, dass ihr nicht nützen wollt. Punkt. Dass ich riesen Spaß habe und das schon seit mehr als 50 Jahren, das soll euch egal sein. Ja, ich habe euch nochmal, wie gesagt, wenn man so einen Spaß hatte mit so einem Quatsch, ne, mit so einem Quatsch Amiga zum Beispiel oder früher mit S8, Super 8, Normal 8 und Fernsehgeräten, und wenn man dann auch noch arbeiten musste, wenn man auch noch lernen musste, das, Leute, das machen wir heute nicht mehr. Ne? Solche Geräte, ganze Zimmer voller Geräte, damit man da tolle Sachen mitmachen kann, ist klar. So ein Schrott braucht heute keiner. Das soll euch auch total egal sein. Ich habe gerade noch mit etwas Älteren gesprochen, aber na, wisst ihr noch, wie wir angefangen haben, in einem Programm in Schwarz-Weiß, wie wir angefangen haben mit Luftpost, mit anderen zusätzlichen Geräten und vor allen Dingen mit Lochkarten und mit Magnetbändern. Ach Mann, ich finde das so stark, wenn die etwas Älteren kommen, die jetzt knapp um die 90 sind. Egal, die Jugend habe ich ja, also ich mag ja die Jugend, das ist es ja, aber das Problem ist halt, die Jugend mag das Alter nicht. Das ist ein Problem. Mittlerweile mag das Alter die Jugend nicht und die Jugend mag das Alter nicht. Die Jugend packt ihre Eltern ab in ein Heim und verreckt da. Komm, weg damit. Tschüss. Sie sehen aber nicht selber, dass sie in 40 Jahren genauso alt sein werden und vielleicht genauso verrecken müssen wie ihre Eltern jetzt. Eine Mutter, ein Opa, ein Vater, ein Verwandter muss mit 102 Euro Taschengeld in einem Heim leben, wo der nicht lebt, sondern... Naja, dahin scheidet. Also ein Altenheim kann schon ein Bahnhof sein für den Tod, so ungefähr. So, ab einem gewissen Alter sind wir out. Ich bin ein Outlord, bin auch out. Am liebsten würde ich auch irgendeinen Blödsinn machen, irgendwo in irgendeinen Verein rein und da nur Schwachsinn machen. Vielleicht gibt es ja Schwachsinnsvereine, weil die Vereine, die ich kenne, gibt es so gut wie gar nicht mehr. Ja, ich habe hier Chöre, ich habe hier Filmleute, Vereinsleute, also alle so, die in einem Verein unterwegs sind, die sagen auch, ja, wir gehen so langsam zur Neige. Der Jüngste bei uns ist 80. Mhm. Ja, ist halt so.
Ja, die Altenheime sind voll. Die meisten, die hier Kunde waren, sind versiegt. Die gibt es nicht mehr, sie leben nicht mehr. Die Jugendlichen kennen das nicht, die kommen aber dennoch, weil sie es brauchen. Und die, die es nicht brauchen, kommen dennoch, weil sie dennoch auch was brauchen. Und deswegen ist das schon eine gute Symbiose. So, wir gehen alle eine gewisse Symbiose ein, um daraus was zu machen. Auch heute, an dem Tag, wo alles alles schwarz ist. Heute ist alles schwarz, man sieht nichts, man hört nichts. No go, no go. Artikel 13. Ja, in Ordnung. Okay, der alte Mann und sein Netz, Sir Tim Berners-Lee. Dann der Milliardär, Virginsoft, Milliardär, Kingsoft und Sir Trump möchten sehen, wie Amazon gestrichen wird. Also, die lachen sich alle kaputt. Ich meine, auch Herr Präsident Trump lacht sich kaputt. Ihr wollt halt den Amazon killen. Ha, ha, ha. Ihr wollt den Laden dicht machen. Ha, ha, ha. So lacht sogar unser Herr Präsident in Amerika, Herr Trump, der auch ein Milliardär ist und der halt auch Geld, also Kaufmann ist. Ihr könnt drüber denken, wie ihr wollt, ob die Leute sind dran der Macht oder nicht. Ihr erzählt jeden Tag da irgendetwas. So, ihr schaut ja euren Fans zu. Ihr seid ja Fans von jemandem da zwischen 15 und 35. Und ihr sagt nicht, stopp mal, Herr Voss von der Sesamstraße oder Herr Voss von der Muppet Show an dem Klavier, du haust da drauf und erzählst uns was von Artikel 13. Du, das Lied ist zwar gut, was du da trillerst, aber will keiner hören. Will keiner hören, weil irgendwie die Musik gefällt den Leuten irgendwie nicht. Irgendwie ist das schräg. Schräg kann aber schön sein. Ne? Artikel 13 kann schön sein, einige befürworten das ja. Es geht ja nur um Geld verdienen. Also Leute, entscheidet euch für das richtige Netz, Internet Monster oder World Wide Web von Sir Timothy Lee, wo jeder mit jedem und jeder auch irgendwas davon hat. Ich kann mich noch wunderbar daran erinnern, wie unser Tennis-Ass, bin ich schon drin? An dem riesengroßen Monitor, 21 Zoll, gesessen. Bin ich schon drin? Ja, unser großes Tennis-Ass, wisst ihr ja noch, Wimbledon und so. Hm? Ja, so ist das. Ja, also macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt, macht ihr ja sowieso. Ist okay. So, heute am 21.03.2019 haben wir den sogenannten schwarzen Tag, No-Go, Artikel 13, No-Go der Verfassung über das sogenannte Urheberrecht. So, ich erinnere bitte noch einmal daran, am November 2018, Sir Tim Berners-Lee sein Manifest. Er hat im Jahre November 2018 sein Manifest vorgeschlagen und alle haben unterschrieben, und zwar die GACFA. Die GACFA ist Google, Amazon, Facebook, Apple. Die nennen sich GACFA. So, damit werden die Unternehmen wirklich gefordert. Google, Amazon, Facebook und Apple. So, diese GACFA ist die heimliche Internetregierung. Ja, der digitalen Welt, ist kein Scherz. Und die werden jetzt herausgefordert. Ja, Sir Timothy Lee fordert die raus. Ist kein Scherz. Die haben es zwar unterschrieben, auch die Bundesregierung hat unterschrieben, auch Frankreich hat es unterschrieben. Das Manifest von Sir Timothy Berners-Lee, der am 12.03.2013 es noch einmal gesagt hat, for the web. So, heute schreien wir wegen Artikel 13, wir gehen am 23. auf die Straße. In Berlin wird richtig was los sein, ich werde mir das Streaming anschauen. Das Problem ist halt, für wie ernst gemeint man die Unterschrift von Facebook, Google und Berners-Lees Kontrakt halten soll, ist insofern die Frage. Die haben zwar unterschrieben, dass sie das World Wide Web ändern möchten, dass es wirklich das wird, was Sir Berners-Lee da sich ausgedacht hat. Aber schließlich will Berners-Lee den Geist, den er aus der Flasche gelassen hat, mit findigen Kaufleuten wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg oder Larry Page Macht und Milliarden anhäufen, wieder zurückholen. Also Sir Berners-Lee möchte diese sogenannten Milliarden von Sir, ne, ihr wisst schon,
zurückholen. Meint ihr, Google und Co. lassen das zu? Glaubt ihr wohl selber nicht. So, dieses Artikel 13 da, hat das, da frage ich mich gerade, hat das vielleicht irgendwas damit zu tun? Denn im November, wie gesagt, November 2018 wurde halt dieses Manifest auch in Lissabon, wurde das vorgestellt. Er sagt, ey, stopp mal, das Monster-Internet, das habe ich so nicht gebaut. So war das nicht. Nicht einfach mit Artikel 13. Ihr lasst euch da alles erklären, aber ihr hört nicht dem zu, der das erfunden hat. Das macht er nicht. Hallo. Hallo. Okay. November 2018 hat Sir Tim Berners-Lee sein Manifest. Er hat da richtig in Lissabon Gas gegeben. 2018. Und wie gesagt, die GACFA, Google, Amazon, Facebook, Apple haben unterschrieben. Aber die Frage lautet nur, was haben die da unterschrieben? Wenn Herr Trump schon sich kaputt lacht, dass man Amazon zerschlagen wolle, ja, also die Macht, also die richtige Macht, diese Milliardäre, also Multimilliardäre, Leute, wir die ganz Kleinen, die man früher User nannte, also Regierung per Gesetzgebung und Rechtspflege, Bürger durch ein Engagement und Teilhabe, die ihnen die Online-Konzerne durch totalen Service. Ihr habt totalen Service, ihr dürft dort alles. Ihr seid YouTuber, ach, ihr seid Facebooker, ihr kauft ein bei Amazon. Ja, an. Ihr glaubt, die Leichtigkeit, die Kostenfreiheit, kauft ihr den doch ab? Ihr kauft es doch ab. Ihr kauft doch den ganzen YouTubern das doch ab, was die da von sich geben. Ob das nur Kanzlei WBS ist, ob das der Journalist ist oder keine Ahnung, wie die sich alle nennen, den ihr da huldigt. Ihr huldigt den. Ja? Das sind die Götter für euch. Ja. Dann würden wir sehen, was aus den Unterschriften von Facebook, Google und den Contract von Tim Berners-Lee würde, wenn er umgesetzt wird. Im Mai stellt er es nochmal vor. Ich sage es noch einmal. Nennt sich Solid. Googelt, schreibt rein Solid und schaut euch das Ganze mal an. Den Contract, das Manifest von Sir Timothy Lee, den Erfinder des World Wide Web, for the Web, und die Zerschlagung des Internetmonsters, das 30 Jahre alt geworden ist. Am 12.03.2019 ist das Monster-Internet 30 Jahre alt geworden. Jetzt einem 30-Jährigen das zu entreißen, nur weil die Alten das wollen, dann haben wir genau das, was da drunter steht. Genau die haben wir. Die haben wir dann am Kragen zwischen 12 oder sagen wir mal zwischen 15 und 35. Ja, die drehen am Rad. Sie sind jetzt 30 Jahre in diesem Monster-Internet durch diese sogenannte Leichtigkeit des Seins, des Hassens, des Nicht-Hassens, des Liebens, des Nicht-Liebens etc. pp. Die Leichtigkeit des Netzes so dermaßen verworben, mit ihrem Smartphone Unfug zu treiben, Gelder zu machen, reicher zu werden, wie einer, der eine Firma hat und tagtäglich versucht, mit dieser Firma am Leben zu bleiben. Ja, selber schuld. Warum ist man selber schuld? Das World Wide Web, seht ihr, wird angegriffen. Das World Wide Web wird zensiert. Das World Wide Web wird klassifiziert. Das World Wide Web wird unter einem Diktat gesetzt. Ja? Durch eine Verordnung. Ja? Artikel 6, Artikel 5, Artikel 9a, Artikel 11, Artikel 13. Richtig gut durchlesen, meine lieben Freunde. Richtig gut durchlesen. Und dann feststellen, hier stimmt was nicht. Die Frage lautet nur, was stimmt hier nicht? Und die Frage lautet, was stimmt hier wirklich nicht? Was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht an der deutschen Politik, an der europäischen Politik? Was stimmt überhaupt nicht mehr im World Wide Web? Was stimmt denn überhaupt nicht mehr im Monster Internet? Was ist denn mit der GACFA? Google, Amazon, Facebook, Apple und wie die alle heißen. Demnächst nur noch Stream-TV. Demnächst nur noch konsumieren, nicht mehr agieren. Du möchtest aber agieren. Du möchtest agieren, du möchtest was von dir geben. Das darfst du dann nicht mehr. Willst du das? Ja oder nein? Das ist die Frage. Also ich bin 100% gegen jegliche Verfassung, die halt nicht konform ist mit dem Menschen selbst. Ja? Urheberrecht
in Ordnung. Habe ich euch gesagt, da ist das Zeichen. Das ist das Zeichen des neuen Urheberrechts. Das ist das von Sir Berners-Lee und ich stehe dazu. Ich stehe dazu, dass wir ein neues World Wide Web brauchen, das jedem Menschen gehört und jeder Mensch muss damit klarkommen, mit jedem Menschen klarzukommen. Und diesen Hass und diesen Schwachsinn, das muss aufhören. Das muss aufhören. Wir haben lange genug getestet, wir haben es geschafft. Wir müssen aufhören damit, okay? Ihr seht, ich werde gerade geblendet, deswegen höre ich auf. Da steht ein Auto mitten in der Sonne. Ich liebe die Sonne und deswegen beende ich es, weil das sieht nicht aus. Ist okay. Das Schöne an so einer Firma ist, analog digital wandeln. Habe auch gerade hier auf diesem Monitor Herrn Voss, der in der Tagesschau live spricht, kommt. Pressekonferenz zu Artikel 13 Urheberrechtsreform am 21.03.2019. Und er spricht ja wie ein Weltmeister, könnt ihr beim Sondersender sehen, könnt ihr aber auch bei YouTube sehen. Ihr könnt es sehen, wann ihr es wollt. Nur wenn einer so spricht, wie er spricht, will er das durchsetzen, damit halte ich sich. Wenn ich jetzt Interesse hätte, meine Firma umzubauen, sagen wir mal, ich hätte jetzt wirklich Interesse, eine Online-Firma hochzufahren, so eine Art Plattform wie YouTube, wie früher war Kiwigo, wie früher war Sevenlow, wie früher war Dailymotion, MyVideo, Clipfish und so weiter. Das waren ja die Vorreiter. Ich mach's nochmal stumm, ich kann mir das nicht mehr anhören. Wie gesagt, ich sehe es live hier, wie die da sprechen. Obwohl überhaupt sehr viele schon demonstriert haben und noch mehr demonstrieren werden. Man hat es auch etwas nach hinten verlegt. Es wird also nicht so früh abgestimmt, sondern ein paar Tage später. Aber wenn man sich das Ganze ansieht, wie die das da abhandeln, wie die vor der Kamera agieren, die wollen es haben, Punkt, fertig, aus. Und es kann nicht sein, dass eine junge Firma, du bist gerade, was weiß ich, 18, 20 Jahre alt, hast also genügend Startkapital, weil du auch diese Bildung hast, um dich selbstständig zu machen. Du hast vor, so eine Plattform hochzubauen, aufzusetzen und damit Geld zu verdienen, so wie YouTube Geld verdient, wie Google Geld verdient, wie alle Geld verdienen. Das ist dein Metier, du möchtest das. Wärest du gezwungen, alle 3 Jahre zu schließen, alle 3 Jahre sich neu zu formieren, also 24 Stunden zuzumachen, neu zu erfinden und dann wieder hochzufahren, sowas ist natürlich kein Geschäftsmodell. Ja? 1976 analog digital wandeln, beziehungsweise jetzt, wir feiern nämlich 40 Jahre, 40 Jahre analog digitale Firma, die halt damit zu tun hat und 40 Jahre am Ball, 40 Jahre dabei, 42 Jahre Star Wars zum Beispiel, 50 Jahre Star Trek zum Beispiel. Überhaupt, wie lange, seit 1895 gibt es die bewegten Bilder und so weiter und so fort. Also wir sind ja in einem Metier, in einem elektronischen Metier, wo die Politiker jetzt auf einmal Cut machen wollen. Ich persönlich frage mich wirklich, warum keiner das Manifest von Sir Tim Berners-Lee sich durchliest und warum da keiner hilft. Ist klar, Facebook hat zwar unterschrieben, Google hat unterschrieben, also die GACFA hat unterschrieben, also die Größten der Größten haben unterschrieben, aber die haben schätzungsweise unterschrieben, um es nicht starten zu lassen, das Manifest. Denn wenn das Manifest an den Markt kommt, dann ist hundertprozentig das Netz, was ihr kennt, was gerade mal 30 Jahre alt ist, wir feiern 40 Jahre als Firma. Wir haben mitgefeiert diese 40 Jahre bei Star Wars, jetzt 42 Jahre, wir haben mitgefeiert bei Star Trek, 50 Jahre, halt nur firmentechnisch involviert, um da Propaganda oder Promotion zu machen, etwas auszurichten, etwas aufzuzeichnen und so weiter und so fort. Beruf ist Beruf, das lassen wir jetzt mal. Wie gesagt, YouTube ist halt unter YouTubern aufgeteilt und nicht real. Realbezogene Personen kriegen halt Pamphlete oder werden auseinandergenommen, ist und bleibt so. Ich drücke wieder drauf, ich höre mir das wieder an. Wie gesagt, die Verbindung war auch nicht gerade die beste, die da abgehandelt wurde. Also das Streaming war auch nicht das Beste von der Tagesschau, die halt bei YouTube. Ihr müsst wissen, dass ARD und ZDF ja auch bei YouTube ihre Kanäle haben. Das nennt sich Funk.
Funk, alles groß geschrieben, Funk. Das sind 50 professionelle Producer, die dort Filme herstellen, Sendungen herstellen, exklusiv für Zielgruppen. So sieht es nämlich aus. Zielgruppen, wir sind raus. Ab 50, 60, 70, 80, wir sind raus. Wir stellen keine Zielgruppe mehr dar. Auf uns zielt auch keiner mehr mit Werbung und das alles, weil wir raus sind. Das ist richtig. So eine böse Antwort, geh in Rente ab 50, das kann es nicht sein. Ein YouTuber sollte bis 100 das machen, was ihm gefällt. So, wie gesagt, ich höre mir das, ich höre mir die Jugend an, ja, zwischen 15 und 35. Und ihr habt recht, wenn so ein 50- bis 70-Jähriger dagegen ist, so wie Herr Axel Voss. Ich weiß ja auch nicht warum. Ich weiß es ja nicht. Es werden ja auch die Techniker nicht gefragt. Es werden ja auch diese Programmierer nicht gefragt, die halt schon 50, 60 Jahre dabei sind. Man fragt ja auch nicht die Erfinder, die über 60 sind, so wie Sir Timothy Lee. Der wird ja auch nicht gefragt. Ja, es wird ja auch keiner gefragt aus einem Computerclub oder so. Die sind ja auch um die 60. Ja? Also das ist mir schon aufgefallen. Ich schaue mir das jetzt hier weiter an. Kipling da ist am Erzählen. Die erzählen sich da, also die erzählen alle viel. Viele bei euch ist ja heute Black Beauty Day, also das heißt absolut dunkel, ihr macht da nichts, ihr wollt da auch nichts machen. Und ja, dann machen wir halt Black Beauty Day heute. Schwarz. Das Netz ist heute schwarz und die reden da vor sich hin. Artikel 13. Artikel 13 und das Ganze, was hier so abgeht. 177.752 Abonnenten bei Tagesschau ARD bei YouTube. Gesehen hat das 2.944 Aufrufe nur, die Artikel 13 Geschichte. Und wir sind 83 Millionen Menschen. 83 Millionen Menschen hier in Deutschland, sagen wir 80 Millionen, okay, 80 Millionen, davon 10% online und gesehen hat das 2.944. So, abonnieren, also die Tagesschau wird von 177.000 Leuten abonniert. Das müsst ihr euch alles mal anschauen. Ich meine, ihr macht so viel Wind und was weiß ich nicht alles und am Ende kommt nichts Gescheites dabei raus. Wie gesagt, ich bin für Sir Tim, dass er, wie gesagt, sein Manifest durchdrückt und das, was er in Lissabon gesagt hat, auch an den Weg bringt oder auf den Weg bringt. Dass die GAFA, also die Google, Amazon und wie die alle heißen, Facebook und auch Apple und so weiter, dass auch die anderen Großen. Und was Kipling gesagt hat, ist ja auch richtig. Es gibt, also wir können nicht, sag ich jetzt mal, mit 9 Milliarden Menschen einen Vertrag abschließen, kann keiner, um das Urheberrecht irgendwie auf die moderne Linie zu bringen. Wenn ein Professor, so wie Sir Tim am MIT, sich Gedanken macht, dass das geändert werden sollte, dann verstehe ich das Ganze nicht. Also ich verstehe sowieso nicht, dass mit dem ganzen Artikel, ich meine, Herr Voss erzählt ja auch, alles nur Artikel, nee, wir haben doch noch die anderen Artikel, wie so ein Angebot, ja, so an der Wursttheke, darf so ein bisschen mehr sein, ja, 2, 3, 4, 5, wir dürfen doch digitalisieren, die Museen dürfen digitalisieren und so weiter und so fort. Problem ist halt, es gibt keine künstliche Intelligenz und es gibt keine Software, die das bewältigen könnte, es gibt auch kein, oder also es käme ein neuer Anbieter, mit einer Wahnsinnskapazität, und dann müsste diese Wahnsinnskapazität in Grönlein bei der Kälte unterbringen, weil die Geräte sonst zu heiß laufen würden, wenn 9 Milliarden Menschen Zugriff auf das World Wide Web hätten. Das vielleicht sogar noch gleichzeitig. Ach Leute, ey, es gibt keine Intelligenz, keine künstliche, es gibt kein Programm. Hier ist eine Luftnummer. Und diese Luftnummer ist doch nur was für Leute, die da behaupten, behaupten, behaupten und durch diese Behauptung alles kaputt machen. Also, ich habe kein Interesse mehr über Artikel 3. Bitte macht eure B
bitte macht eure Lauten, bitte macht am 23. bitte, bitte, bitte in Berlin, was weiß ich, von mir ist im Reichstag, Bundestag, keine Ahnung, wie sich das mittlerweile nennt, das Ganze da, macht in Berlin Lärm, ja, und ja, das war's. Also Artikel 13, komm ey, ich mach meine Aufträge hier, ich habe heute wieder genug Filmaufträge und Fotoaufträge und komm, get it, ey. Okay. Ich übe einen technischen Beruf aus seit 40 Jahren. Die elektronische Technik, die jetzt immer heranwächst, an sich hat sich gar nichts geändert. Es ist halt nur komprimiert worden in ein Gerät, nennt man Smartphone. Da ist alles drin, was wir früher in unserem Wohnzimmer, Kinderzimmer etc. und pp. Stehen hatten. Ob das nun ein Schallplattenspieler war, ob das nun ein Kassettenrekorder war, Anlage. Also das, was wir vor 50 Jahren hatten, auch davor Schellackplatten, normale Platten, Schallplatten, LP, Single etc. und pp. So, die Technik hat sich geändert von MP3 auf was weiß ich und so weiter. An sich braucht man das alles nicht mehr. Man hat ein Smartphone, drückt drauf und dann läuft das. Ende. Worauf möchte ich jetzt hinaus zum Schluss? Ob Artikel 13 oder nicht? Herr Voss hat kein Verständnis. Herr Voss ist kein Techniker. Er spricht von künstlicher Intelligenz, er spricht von Upload-Filtern und alles macht mit und erklärt und erzählt. Es gibt es doch gar nicht. Es gibt es nicht. Punkt, fertig, aus. Meine Güte, wenn ich mir das alles also anhöre da. Ich habe mit den Jugendlichen heute gesprochen, die sagen auch, ohne das wäre nicht so schön. Ja, es ist sehr schön geworden. So, jeder hat einen Provider, jeder geht von oder geht mit irgendeinem Provider on air. Und zahlt an sich. So, dann soll auch es sollte an sich der Provider irgendwelche urheberrechtliche Sachen bezahlen. Hier jeder Joystick bzw. USB-Stick. Jeder USB-Stick darin ist eine Gebühr von 1 Euro schon drin. Punkt. Die ganzen Kopiergeräte, die auf dem Markt sind, haben urheberrechtliches Geld abgeführt und so weiter. Man kann das Internet natürlich auch so reformieren, dass jeder Anbieter, Google und wie die alle heißen, die gesamte GAGFA da, ja? Google, ach komm, ich erkläre euch gar nichts mehr, ihr wisst ja eh alles besser. Jedenfalls könnte man das ganz einfach regeln, dass jeder Provider, jeder Anbieter die sogenannten Urheberrechte, was weiß ich, pro Anbieter 1 Euro nimmt. Oder? Hallöchen, Grüße, hi. So, mein Nuschel-Englisch gefällt euch nicht, was ich gut nachvollziehen kann. Und wenn ich das Nuschel-Englisch von den anderen da höre, auch Sir Thomas Berners-Lee, der Urvater des World Wide Web, auch genannt Internet, nuschelt, da verstehst du auch nichts. Ich habe mir nämlich gerade mal wieder angehört, er ist ja wie gesagt gegen das Monster-Internet. Man hat ihn zwar zwischendurch gefragt wegen diesem urheberrechtlichen europäischen Vorsprungs dort. Er hat natürlich ein ganz anderes Ziel. Es interessiert wohl keinen, was er vorhat, obwohl er ein besseres World Wide Web anbietet. Er bietet halt ein besseres Internet an. Und wenn ich mir natürlich so anschaue, beruflich damit zu tun, nur meine Realkunden wissen, wer ich bin. Ihr online da, das interessiert mich überhaupt nicht. Weil wir kennen uns überhaupt nicht. Aber ihr müsst ja immer irgendwas darunter schreiben. Ach, herrlich. Also mich stört es nicht. Ihr dürft es. Ich habe mit euch nichts zu tun. Wie gesagt, Artikel 13, sagen wir mal so. Das Urheberrecht, was jetzt eine Reform, sollte nochmal selbst in Reform gebracht werden. Herr Axel Voss gibt selber zu, dass er kein Techniker ist. Besser wäre gewesen, wenn er sich hätte von Technikern mal beraten hätte lassen. Aber für Berater geben die ja sowieso so viel Geld aus, das wissen wir mittlerweile. Wir wissen eine Menge, ob das alles stimmt, wissen wir nicht. Manchmal fragt man sich, sollte man dieses Monster-Internet wirklich so laufen lassen, wie es ist? Oder sollte man wirklich jetzt mal die Notbremse ziehen nach 30 Jahren und es ändern? Brauchen wir wirklich YouTube? So wie es ist, Seven Lord Kiwego und Video Daily Motion und so weiter, die waren ja auch nicht schlecht. So schlecht waren es nicht, nur geben, sie gibt es nicht mehr. Seven Lord leider nicht. Man könnte ja vieles machen. Man könnte
das World Wide Web revolutionieren. Ich meine, er will es revolutionieren, er will es neu machen, er will es komplett anders umgestalten. Aber ob die Bürger das annehmen, weiß ich nicht. Ob die Jugend von heute das annehmen, weiß auch ich nicht. Weil 30 Jahre mittlerweile durch die Suggestion durch Facebook, durch die Suggestion durch YouTube. Ich meine, dann auf eine Art bin ich nur noch ein Anwender, dass ich überhaupt solche Videos mache, nur weil ich Interesse daran habe, die zu machen. Ich habe, ja, ist halt so. Wie soll ich sagen? Ich meine, es stört langsam, wenn man nur noch Demonstrationen sieht und hört, wenn man nur noch Revolution hört, Vive la Revolution, und auch die anderen Geschichten, die religiösen Geschichten, kommt man schon ins Grübeln, wo ist eigentlich der Mensch geblieben? Der einfache Mensch, der analoge Mensch, der Mensch, mit dem man Spaß hat, mit dem Menschen, mit dem man sich unterhalten kann, real, mit dem man was zusammen machen könnte. Ich finde da keinen. Ich habe natürlich meine Jugendlichen, denen ich jetzt mittlerweile, die Dekoration wird immer weniger, weil ich da einige Jugendliche habe, komm ey, gib nicht so viel Geld aus, nimm mit. Habe aber leider festgestellt, dass ich die Dekoration leider nicht mehr füllen kann, weil in Neukauf, also wenn ich es neu haben möchte, die Preise doch angezogen sind, da ich aber Händler bin und kein Sammler, ja, ist klar, wird also immer weniger. Demnächst werde ich wohl die Wand leer haben, wenn das so weitergeht, aber naja, Hauptsache, ein waschechter Star Wars Fan hat die Ware, also für mich ist es Ware, für ihn ist das ein Gegenstand, man sieht richtig, ach, ich muss haben, ich finde es interessant, dieses Gefühl, ich muss haben, ich gebe es, also ich habe heute für sehr, sehr wenig Geld gegeben, weil der junge Mann ist, hat Geburtstag gehabt, sag ich, komm ey, nimm mit, ja, also wie gesagt, Star Wars wird immer geringer. Habe also festgestellt, dass Star Wars auch bei meinen Großhändlern nicht mehr zu also bekomme ich nicht, keine Chance. Und wenn ich bei Amazon rauf und runter fahre, er hat gestern eine Figur bekommen für einen 20er, komm nicht mit für 20, guck heute rein, ich müsste dafür 69,95 bezahlen. So sieht's aus. Also müsste ich jetzt richtig warten, bis diese Figur wieder so dermaßen im Preis fällt, dass ich sage, kaufe ich, damit ich als Händler auch noch ein bisschen Geld daran verdiene. Star Wars ist so eine Geschichte für sich, wie Artikel 13 eine Geschichte für sich ist. Also ich bin jetzt im Amiland und schaue mich da um. So wie ich sehe, verstehen die mich doch. Und ja, die verstehen mich doch. Also wie gesagt, ich gehe nochmal ganz kurz auf eure Pamphlete da ein. Also wie gesagt, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, glaubt nicht, dass die einknicken. Also sagen wir mal so, die werden jetzt noch reicher durch diese Upload-Geschichten. Also die stellen irgendwann solche Software zur Verfügung und wir Händler bzw. wir Online-Begeisterten oder sagen wir mal diejenigen, welche, die sich da selbstständig machen möchten mit ihren jungen Firmen, die dürfen halt nur unter 10 Millionen und die dürfen nur und so weiter, und irgendwie wird da eine neue Software sicherlich geben, die Upload-Filter-Software, und die wird dann für horrendes Geld angeboten werden. Ja, irgendwie so, irgendwas wird da auf den Weg gebracht oder halt eine Pauschale. So wie es durchgesickert ist, ist einzig alleine Axel Springer dafür verantwortlich. Ja, Axel Springer will dann unbedingt auch die Linkfilter und die anderen Sachen. Das bisschen Positive da, dass jetzt Museen Altwerke digitalisieren dürfen und was weiß ich nicht. Also ich meine, ich finde es gut, wenn man hört, ja, wir haben doch da ein unheimlich langes Angebot, wir haben da ein großes Portfolio. Ne, ist logisch, von 1 bis unendlich haben die da im Angebot in der Reform für urheberrechtliche Sachen, die jetzt medienmäßig greifen sollen. Ja, also meine lieben Freunde, macht es, ich werde es mir anschauen, macht die Demo. Man konnte heute schon bei WikiLeaks rein, WikiLeaks, da kann man sowieso rein. Nein, Wikipedia, man musste da nur was umschreiben, aber das blieb dann nicht stabil, knickte dann um. Es ging also, man musste da
Wikipedia.org und so weiter ein, Script und so weiter eingeben, dann war man dann plötzlich bei Wikipedia drin, aber dann wurde es doch gekippt auf schwarz gemacht mit der Textur, die dort gelesen werden konnte. Also jedenfalls die Regierung mit Gesetzgebung und Rechtspflege in den Bürger durch Engagement und Teilhabe, die ihnen die Online-Leichtigkeit und Kostenfreiheit bislang abgekauft wurde. Ob die nochmal abgekauft wird, das weiß keiner. Also wie gesagt, es sind lauter Klientels, die da Gelder machen, die euch schöne Geschichten erzählen und so weiter. Ihr glaubt das ja auch alles. Mir ist aufgefallen, also die Hochrangigen, also die geistig Hochrangigen, die echt Ahnung haben, ja, die auch wirklich das Ganze auch sogar gebaut haben, da, die haben auch nur wenig Klicks und auch wenig Follows. Aber das sind Kapazitäten, das sind Leute, die sind hochrangig unterwegs und die haben das Ganze, wie gesagt, erfunden. Und keiner sieht die, keiner hört die. Also ich bin für das Manifest von Sir Tim, der das Manifest, wie gesagt, im November 2018 vorgestellt in Lissabon, der es jetzt bis Juni ratifiziert und auf den Weg bringt und irgendwas da machen wird. Kann sein, dass er sagt, komm, ich schalte ab. Klick, klack, ist World Wide Web durch irgendwas anderes, ist, ja, kann sein. Also wie gesagt, der Präsident im Moment, Amerika, Trump, der lacht sich kaputt. Ihr wollt Amazon kaputt machen? Ha, ha, ha. Ja, das sagt der amerikanische Präsident zurzeit, Herr Trump. So, und die anderen schütteln auch mittlerweile den Kopf. Also das, was da so gerangelt wird, das, was so abgeht, auch mit dem Brexit, bei den Engländern. Also momentan ist nichts Gescheites. Es ist nichts Gescheites. An sich müsste man das Netz reformieren, komplett reformieren. Man müsste einen Zeitsprung machen. 1989 müsste man sagen, Sir Tim, lass dir die Patentrechte dafür geben, sei du derjenige welche und schau mal, wie du das freigibst. Ich glaube, dann hätten wir eine bessere Welt. Weil diese 30 Jahre online, diese 30 Jahre online und diese Smartphone-Verrücktheit könnte sein, dass dadurch eine Menge aus dem Ruder gelaufen ist. Nur meine Meinung, logisch. Keine Meinung Dritter.